Zeit und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Battle of Rights. Ich bin Tobi und manche von euch kennen mich vielleicht als den Kasper vom FKF oder auch DJ Tobin mit meinen Corona-bedingten Livestreams bei Twitch. Vor einiger Zeit bin ich von Bro gefragt worden, ob ich nicht auch mal ein Battle of Rights beisteuern kann. Na gut, dachte ich mir, schreibst du dir halt ein paar Fakten auf und dann wird das schon. Naja, weit gefehlt. So einfach ist es dann doch nicht. Jedenfalls habe ich letztlich zwei Leute gefunden, die mir beim Video helfen können. Ich würde einfach sagen, ich schalte mal rüber. Bis gleich. Ja, hallo, ich bin Tobi und präsentiere euch heute Montu, eine meiner absoluten Lieblingsbahnen. Ja, hallo, ich bin auch Tobi und darf euch heute die Dragon Gliders vorstellen. Montu ist ein Inverted Coaster aus dem Hause B&M und Dragon Gliders ist ein Inverted Powered Coaster von Mack Rides. Montu befindet sich in den USA. Genauer gesagt in meinem Lieblingsbundesstaat Florida, im Freizeitpark Busch Gardens Tampa. Für die Dragon Gliders muss man aus Deutschland nicht ganz so weit fliegen. Sie stehen in Dubai im Motion Gate Park. Die Bahn schlingelt sich durch den Indoor Dreamworks Themenbereich und wurde am 25.04.2017 eröffnet. Montu wurde bereits am 16.05.1996 eröffnet und dreht seitdem seine Runden im ägyptischen Themenbereich des Parks. Busch Gardens Tampa ist ein Park mit einer langen Vergangenheit. Er wurde bereits am 31. März 1959 eröffnet. Seinerzeit noch als Park für die Mitarbeiter der Anheuser Busch Brauerei gegründet, erhielt er erst im Jahr 1976 seine erste Achterbahn. Inzwischen gesellen sich 8 weitere Bahnen zu Montu dazu und in diesem Jahr kommt voraussichtlich auch noch die 9. Im Motion Gate Dubai findet ihr aktuell 5 Achterbahnen, aber noch in diesem Jahr sollen 2 weitere eröffnen. Der Freizeitpark existiert erst seit Dezember 2016 und hat neben dem Studio Central Themenbereich auch noch Themenbereiche zu den Hollywood-Filmschmieden DreamWorks, Lionsgate und Columbia Pictures. Außerdem gibt es einen Schlumpf-Themenbereich. Ja, aber genug mit der Parkvorstellung. Wir sind hier ja schließlich bei Battle of the Rides und nicht bei Raid My Reißbrett Park. Also, Montu ist einer der klassischen großen B&Ms, was sich auch in den Zahlen widerspiegelt. Mit einer Höhe von insgesamt 45,7 Metern und einer Abfahrtshöhe von 39 Metern erreicht die Bahn eine Spitzengeschwindigkeit von 96,6 km/h. Und wie sieht es mit den Dragon Gliders aus? Ja, die Bahn ist dann doch etwas gemütlicher. Auf einer Strecke von 530 Metern ohne nennenswerte Abfahrten und Höhenunterschiede steht hier nun einmal die Show im Vordergrund. Vorbei an schön gestalteten Dark-Ride-Szenen mit Animatronics und Videoprojektionen erlebt man die Geschichte von Drachenzähmen leicht gemacht. Aber es geht nicht nur gemütlich wie bei einem Dark-Ride durch Tunnel und entlang der Hallendecke, sondern es wird auch durchaus einmal schnell. Und gerade diese Dynamik ist es, welche diese Inverted Powered Coaster von Mack Rides ausmacht, wie auch Arthur im Europapark. Stimmt, wer braucht schon Geschwindigkeit und Inversion, wenn er zappelnde Püppchen und Leinwände angucken kann? Montu hat jedenfalls sage und schreibe 7 Inversionen. Nach einem großen und einem kleinen Looping durchfährt man hier auch ein Immelmann, eine Zero-G-Roll, ein Batwing und ein Corkscrew oder auch Flatspin genannt. Ja, aber wie lange fährt man denn bei Montu? Also eine Fahrt mit Dragon Glide, das geht ja 3,5 Minuten. Ja, Montu hat zwar nur eine Fahrzeit von 3 Minuten, aber dafür geht es auch Schlag auf Schlag. Ne? Mit nur einer kurzen Blockbremse zwischendurch zum Durchatmen und ich finde, das reicht auch. Und im Übrigen hat die Bahn auch Spitzenbelastungen von 3,8 G. Ja, aber Geschwindigkeit, Höhe, Inversion und G-Kräfte sind ja nun auch nicht alles. Ich finde, wir sollten die Zuschauer entscheiden lassen. Also ich bin jedenfalls jetzt raus. Tschüss. Ja, genau. Die Entscheidung liegt bei euch. Wir geben zurück an Tobi. Ja, danke, Tobis. Also ihr habt's gehört. Ihr seid jetzt an der Reihe. Welche Bahn soll eurer Meinung nach den Battle of Rights gewinnen? Also ich bin jetzt raus und wir schalten zurück zu Bro, der euch dann auch die Abstimmung erklärt. Peace! Ja, vielen Dank, Tobias, oder wie auch immer. Also ihr könnt jetzt abstimmen und zwar... Alter! Wer bist du? Was machst du da? Ich kann das... Ja, was? Also Leute, Abstimmung ist jetzt unten in den Kommentaren. Da klickt ihr einfach mit einem Like auf den Kommentar des Achterbahnnamens, für den ihr stimmen wollt. Und dann könnt ihr da einfach voten. Und irgendwie denkt jeder, der könnte sich hier für Ride Review ausgeben. Prost.